Foto-Hetzjagd. Die schwangere Keira Knightley ist auf der Flucht. Zeig her das Bäuchlein. Keira Knightley und ihr Liebster James Wrighton werden tatsächlich Eltern. Kaum ist die News raus, lauern die Paparazzi auf ein Foto von den ersten Babyrundungen. Doch der Fluch der Karibik-Star achtet peinlich genau darauf, die Körpermitte möglichst verhüllt zu halten. Eigentlich kennt man die Vorzeige-Size-Zero-Lady ja so. Jetzt können es für sie nicht genug Stofflagen sein. Dabei gibt's in der 12. Woche doch noch gar nicht so viel zu verstecken, oder? Mit dem Versteckspiel kennt sich auch Adam Levine aus. Ja, das hier ist der Maroon 5-Star, der gemeinsam mit seiner liebsten Behati eigentlich nur ein ruhiges Plätzchen für eine Zigarettenpause sucht. Mal umschauen. Alles safe? Man will den jungen Fans ja ein Vorbild sein. Also wird die Fluppe erst angemacht, wenn man sich in Sicherheit wähnt. Da hat Adam aber nicht an die Teleobjektive der Paparazzi gedacht. Merken, Adam, die sind einfach überall. Was für eine Hetzjagd! Eigentlich ist Janice Dickinson ja ein Opfer im Missbrauchsfall rund um Bill Cosby. Doch nach ihrer Vergewaltigungsbeichte im amerikanischen TV trifft Janice die Skrupellosigkeit der Presseleute mit voller Wucht. Ihr Haus wird belagert, die Paparazzi stürzen sich regelrecht auf sie. So Bill Cosby got at you for real? Are you relieved that you're able to tell your story now? Die 59-Jährige kann sich zwar irgendwie zum Auto durchschlagen, aber nicht ohne Verluste. His lawyers are calling your stories lies and fabrications. Any comment, Janice? Can I have a shoe, please? Ja, im Gerangel verliert Janice tatsächlich einen Schuh. Eigentlich wollte sie anderen Opfern Mut machen, jetzt wird sie aber sogar als Lügnerin dargestellt und muss erstmal ganz stark sein.